Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video das Prinzip der Erdermessung, und zwar anhand des Kompensationsverfahrens. Als ich selber dieses Verfahren kennengelernt habe, habe ich mich sehr darüber gewundert, wie man einen relativ niedrigen Widerstand, nämlich den des Erders, mit Hilfe von zwei Erdspießen messen kann, die man provisorisch ins Erdreich einbringt und die damit ja wohl einen etwas größeren Widerstand haben müssen als das eigentliche Messobjekt. Bevor ich das Prinzip dieses Verfahrens nun erkläre, noch einige Anmerkungen. Für Messungen von Erdern dürfen natürlich nur spezielle Messgeräte verwendet werden, die genau dafür ausgelegt worden sind. Es gibt eine Reihe von Verfahren für die Erdungswiderstandmessung mit Vor- und Nachteilen. Die hier gezeigte Messung hat durchaus zwei erhebliche Nachteile. Der eigentliche Erder, den ich durchmessen möchte, muss nämlich getrennt werden und er darf auch nicht mehr in Betrieb sein. Das heißt, der Aufwand ist damit schon mal relativ groß. Außerdem müssen die beiden Erdspieße, die ich einbringe für diese Messung, recht große Abstände zueinander und zum Erder haben. Und somit hat man natürlich einen riesengroßen Platzbedarf, der gar nicht an allen Stellen umzusetzen ist. Bei der Messung eines Erdungswiderstandes hat man häufig im Blick, dass man den Widerstand des Fundamenterders oder eines Kreuzerders misst. Tatsächlich ist der Erdungswiderstand aber etwas anderes. Der Erdungswiderstand ist tatsächlich der Widerstand von der einen Anschlussfahne des Erders bis hin ins tiefe Erdreich. Denn man möchte ja den Widerstand kennen, den dieser Erder zum gesamten Erdreich hat und nicht etwa nur den Widerstandswert, den der Erder selbst hat. Denn den Widerstand des Erders selbst könnte man in letzter Konsequenz sogar dadurch messen, dass man ihn vor dem Einbringen ins Erdreich erfasst. Das ist aber nicht damit gemeint. Es geht halt um den Widerstand zum gesamten Erdreich, das heißt, dieser Bereich der Erde muss mit einbezogen werden. Das Messprinzip selbst lässt sich nun anhand des Ohmschen Gesetzes sehr leicht erfassen. Will ich den Erderwiderstand kennen? So schicke ich einen Strom über diesen Erderwiderstand und messe die daran abfallende Spannung. Daraufhin kann ich das Ohmsche Gesetz anwenden und damit den Wert von RE leicht bestimmen. Die Schwierigkeiten bei dieser Messung liegen nun eher darin, dass ich natürlich keinen leichten Zugriff auf das Innere des Erdreichs habe und natürlich entsprechend nur schwer eine Messung dieser Spannung zum tiefen Erdreich hin durchführen kann. Im ersten Schritt gehe ich nun auf die Strommessung ein. Wir sehen hier das Messgerät mit drei Messbuchsen, von denen hier bei der Strommessung zwei verwendet werden. Der Anschluss E wird mit dem Erder versehen. Der Anschluss H wird mit einem Hilfserder versehen, den ich für diesen Zweck ins Erdreich einbringen muss. Dieser Erder selber hat natürlich nun auch einen Widerstand, der aber bei der Messung keine Rolle spielt, wie wir gleich sehen werden. Unter der Messung treibt nun das Messgerät einen Strom über den Hilfserder, der sich im Erdreich großflächig verteilt und über den Erder in der Anlage wieder zurück zum Messgerät fließt. Der Widerstand des Hilfserders spielt dabei keine große Rolle, denn das Messgerät sorgt jetzt dafür, dass über den Hilfserde ein bestimmter Strom fließt, indem es die Spannung an den Buchsen H und E entsprechend erhöht. Und damit ist dem Messgerät natürlich diese Stromstärke bekannt, unabhängig davon, wie groß der Widerstandswert RH ist. Um die Messung durchzuführen, muss natürlich die ganze Anordnung aufgebaut werden. Es geht nicht etwa schrittweise so, dass zuerst die Strommessung erfolgt und dann die Spannungsmessung, sondern beide Messungen werden gleichzeitig durchgeführt. Deshalb bringe ich Ihnen die bereits vorhandene Strommessung nun noch die Spannungsmessung mit ein. Dazu muss eine Sonde ins Erdreich eingebracht werden und auch diese Sonde hat natürlich wieder einen gewissen Widerstand zum Erdreich. Man sollte sich nun klar machen, dass durch den Strom, der über den Hilfserder in die Erde getrieben wird, ein Spannungsfall auf der zu messenden Strecke dem Erdreich und dem Erder in der Anlage erzeugt wird. Das Messgerät muss nun also diese im Erdreich bis zum Erderanschluss vorhandene Spannung messen. Dazu ist nun die Sonde eingebracht worden
und in dem Gerät befindet sich ein Spannungsmessgerät. Spannungsmessgeräte sind immer so aufgebaut, dass sie einen sehr großen inneren Widerstand haben. Von der zu messenden Spannung fällt damit an diesem Messwerk der größte Teil der Spannung ab. Der Sondenwiderstand ist zwar relativ groß, aber viel kleiner als der Widerstand des eigentlichen Messwerkes, mit dem die Spannung gemessen wird. Das bedeutet nun, dass auch der Widerstand der Sonde keinen großen Einfluss auf die Messwerte hat. An dieser Stelle kann man sich natürlich fragen, ob das Einbringen der Sonde nicht massive Auswirkungen auf den Strom hat, der ja nun zum Teil auch über diesen Weg fließen könnte und nicht mehr nur über den Weg, den ich eigentlich durchmessen will. Die Messgeräte sind natürlich so konzipiert, dass der Sondenanschluss einen großen inneren Widerstand hat. Dies ist auch kein Problem, denn die Spannungsmessung selber kommt ja mit einem großen Widerstand daher. Das bedeutet wiederum auch, dass nur ein minimaler Strom über diesen Weg in die Sonde fließt und damit die Stromstärke, die hier gemessen wird, nicht verfälscht. Wie wir im Bild zuvor schon gesehen haben, verteilt sich ja der Strom von dem Hilfserder aus großflächig über die Erde zum Erder in der Anlage. Das bedeutet aber auch, dass auf diesem Teilstück der Widerstand des Erdreiches größer ist als in diesem Bereich. Das gilt auch für diesen Bereich. Hier ist der Stromweg quasi enger, ich habe einen niedrigeren Querschnitt, wodurch hier der Spannungsfall recht groß ist. Um somit wirklich gute Werte für die Spannungsmessung zu erhalten, nämlich die Spannung zum tiefen Erdreich hin, benötigt die Sonde daher mindestens einen Abstand von 20 Metern zum Erder, damit der Strom, der über den Hilfserder in das Erdreich fließt, nicht über die Sonde fließt, muss auch der Hilfserder wiederum einen Abstand von 20 Metern zur Sonde aufweisen. Durch die Tatsache, dass der Erder in der Anlage abgeklemmt sein muss und die großen Abstände eingehalten werden müssen, ist diese Messung natürlich sehr aufwendig und kommt nur in bestimmten Anwendungsfällen in Frage. Ja, das war es auch schon zur Erdermessung. Es ist ja im Grunde genommen auch nicht viel dazu zu sagen, denn es wird ja nur das Ohmsche Gesetz angewendet, um den Widerstand dieser Strecke bis hin zum tiefen Erdreich zu ermitteln. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema näher bringen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.